Hallo, heute zeige ich euch, wie man mit After Effects aus einem doofen Regentag einen schönen Sommertag machen kann. Also es ist so, dass wir draußen einen doofen Regentag haben und ich benutze jetzt ein Foto und mache mir hier einen Film von einem schönen Sonnentag. Das Ganze ist kein Tutorial, ich zeige euch nur so eine grundsätzliche Herangehensweise und im Prinzip geht es nur darum, euch zu zeigen, wie schnell und einfach das Ganze funktioniert. Also wir haben hier ein Foto, ihr seht hier unten ist die Landschaft, die habe ich maskiert, also ich habe da eine Maske drauf, ich habe den Himmel maskiert, den brauche ich nicht. Ich habe mir einen schöneren Himmel gemacht, das ist eine Farbfläche, da ist ein Ebenenstil drauf, das ist die Verlaufsüberlagerung und die ist halt von der Originalfarbe hier unten zu diesem Blau und das ist alles. Mehr ist dazu gar nicht zu sagen, das war's. Also eine Farbfläche und ein Bild. Das Bild ist, wie ihr seht, hier unten jetzt ein bisschen kalt und grün. Darum haben wir jetzt hier das Bild ein bisschen, nicht wir, ich habe das Bild ein bisschen eingegelbt. Es ist immer noch grün, aber es ist jetzt irgendwie ein bisschen sonniger. Was ich euch zeigen wollte oder zeigen möchte, ist, wie ihr an die Wolken kommt. Das machen wir jetzt nur mal ganz schnell. Ich habe die hier oben nämlich schon in der Komposition fertig. Aber zur Erklärung mache ich es jetzt eben noch mal ganz kurz zur Veranschaulichung. Damit dann am Ende doch nicht zu viele Fragen offen bleiben, auch wenn ich gesagt habe, ich will hier nicht alles ins Detail erklären. Also wir brauchen dazu eine Ebene, einfach, ich nehme da einfach eine Farbfläche und zwar in Grau, das ist 3x80 und okay. Und da kommt ein Effekt drauf und das ist Störung und zwar fraktale Störung. Und ihr seht schon, haben wir sowas wie Wolken. Da könnt ihr im Prinzip einstellen, was ihr wollt, ist eure Sache. Ne? Was ihr auch immer für Wolken haltet. Ich habe wolkig genommen, natürlich, weil der Name sagt schon, ist irgendwie wolkiger. Es gibt verschiedene Einstellungen, die Sinn machen oder auch nicht. Ich stelle jetzt hier immer nur irgendeinen Quark ein. Ist ehrlich gesagt weil es geht um was anderes. Was ich euch zeigen wollte, ist, wie ihr die Wolken an den Himmel kriegt und wie die dann so ein bisschen rumwandern können. Na? Nee, das ist doch zu viel. Ich kehre die deshalb um. Ich habe irgendwie nach den Erfahrungen, ich habe ja ein bisschen rumgespielt, hat das besser funktioniert. Aber ist auch egal. Was ich euch zeigen wollte, ist, wir haben hier eine kleine Veränderung eingestellt. Und ich will das so einstellen, dass sich über die Dauer des Films diese Wolken immer wieder verändern. Das mache ich hier mit Alt-Klick, Evolution und stelle dann hier ein Time mal in unserem Fall 20. Müsst ihr ausprobieren. Daraus ergibt sich halt die Geschwindigkeit, in der sich das alles verändert. Ihr seht aber, hoffe ich, dass hier zu jedem Zeitpunkt das Bild leicht verändert ist. Und was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe aus dieser Ebene eine 3D-Ebene gemacht und habe die dann, können wir mal eben machen, geneigt und verzerrt. So, dass wir da einen schönen Himmel liegen haben. Den habe ich aber auch sehr, 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 sehr groß gemacht. Und dann bin ich hingegangen und habe das im Film laufen lassen. Also es ist ja jetzt hier so, dass wir eine Position haben. Da muss ich jetzt mal eben gucken. Ja. Ich mache jetzt nur mal so, meinetwegen als eine. Und dann will ich halt, das muss jetzt nicht schnell sein, dass es am Ende des Films bisschen gewandert ist. Es ist jetzt verkehrt rum, aber macht auch nichts. Es geht nur ums Prinzip. Ihr seht, der Himmel bewegt sich und währenddessen verändern sich die Wolken.
Das ist die grundsätzliche Herangehensweise. Jetzt könnte man hier natürlich die graue Farbfläche noch dahin ziehen und auf, versuchen wir mal wieder, negativ multiplizieren stellen und schon haben wir unseren Wolkenhimmel. Ihr seht, das passiert. Ging nur um die grundsätzliche Herangehensweise. Jetzt hat die graue Farbfläche ausgedient und ich zeige euch, was ich gemacht habe. Und zwar, jetzt ist mein Projektfenster weg. Naja, man kann hier alles haben. So, jetzt habe ich hier die Wolken. Die ziehe ich hier zwischen. So, da sind sie. Dann stelle ich jetzt hier auch auf negativ multiplizieren. Ihr könnt, je nachdem, was ihr eingestellt habt, auch andere Sachen probieren. Also auch weiches Licht kann ganz schön sein. Ihr seht aber, ich habe hier unten mit den Filtern ein bisschen zu viel rumgespielt, also in dem Bild. Das sieht dann doch sehr nach schwefligen Abgasen aus da hinten in der Ferne. Insofern bleibe ich jetzt mal bei negativ multiplizieren. So, und dann habe ich hier meine Wolken. Im Gegensatz zu den Wolken von eben ist es hier so, dass das. Ach so. Schwachsinn, hier könnt ihr es sehen, dass das einfach dreimal die graue Farbfläche ist. Was hat der Hintergrund ist halt, dass das dadurch ein bisschen weißer ist und ein bisschen mehr Wolken. Das ist alles. Und weil das Ganze gar so langweilig ist, nur die Wolken, ne, habe ich dann noch eine Sonnenlichtgeschichte gemacht. Das ist auch so eine, das ist auch eine Unterkomposition. Da ist es einfach so, dass ihr seht hier einen Lensflare und eine Sonne. Also eigentlich auch nicht natürlich. Das sind zwei Flächen. Die sind jeweils mit Leuchten und einem Weichzeichner, Radial Fast Blur hier, bearbeitet und die wandern gegen Ende der Animation einfach ins Bild. Das ist alles. Nicht mehr und nicht weniger. So, und dann ist das halt so, dass hier die Wolken wandern, la la la, dann kommt die Sonne und da ist unser Lens. Und das war's. Das war der Film. So, den rendere ich euch jetzt mal eben kurz, dann können wir den einmal in unserer, in der vollen Pracht sehen. Moment. So, der grüne Balken hier sagt uns, es ist fertig gerendert. Das dauert ganz schön lang, weil wir haben ja 30 Sekunden, aber 10 Sekunden Wolkenflug ist auch ein bisschen öde. Achtung! Okay, ja, ich meine jetzt nichts Großartiges, aber für 15, 20 Minuten haben wir da einen ganz schönen Sommertag gezaubert, finde ich jedenfalls. Gut, ich hoffe, ihr habt euch amüsiert und ihr könnt da ein bisschen Inspiration mitnehmen. Wie gesagt, so wild ist es nicht. Es reicht ein Bild, eine Farbfläche, na gut, zwei Farbflächen und zwei Formen und schon haben wir einen wunderbaren Sonnensommertag generiert. Gut, ich was soll ich sagen? Bis die Tage. Tschüss.